Johnson wird seine Teile des Mohawk-Landes, das er gekauft hat, für die Jagd freigeben. Vielleicht machen wir da oben einen guten Fang. Ich hätte Holzwellen mit ebenfalls erlauben. Will er auch mit diesem Land. Das Wild und das Holz. Ich weiß nicht. Ist mir auch egal. Besser als durch diese Wälder zu schleichen. Das ist gefühlt. Und vielleicht bist du der Wessen, dass du erschossen hast? Nee, nee. Hatte sie verdient. Zieht sie sich auch so an? Kleine, dreckige Halunken. Was zieht sie sich auch so an? Ich glaube, ich habe nicht richtig gehört. Alter Schwede. Was zieht sie sich auch so an? Ich denke, es folgt nur ein Hirsch. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Dann dürfen wir über die Bäume erreichen können. Hey! Wo seid ihr, Freunde? Du schießt im Wald auf Fremde? Ist das üblich bei der Jagd, da wo du herkommst? Nein. Ich verschone mich. Na los, erzähl deinen Freunden, was hier passiert ist. Ich persönlich würde es ja bevorzugen, ein bisschen etwas sehr Geheimnisvolles und Einschüchterndes zu bewahren. Das hilft. Dadurch trauen sie sich gar nicht mehr erst in diese Richtung. So werden sie einen Racheakt vollziehen wollen. Zumindest glaube ich, dass sie das so, dass sie so denken. Ich bin jetzt nicht der hundertprozentige Menschenkenner, aber so würde ich sie einschätzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange das jetzt schon wieder zockt. Keinen Schimmer, ganz ehrlich. Na, da steckt unser Kriegsbeil. Mal sehen, wie es unserer Freundin geht. Vielen Dank, Achilles. War mir ein Vergnügen. Warum schossen die Männer auf dich? Es ist kein Geheimnis, dass das Land voller Wild ist. Auf meinem Weg, mir die Jagderlaubnis zu holen, bemerkte ich die Eindringlinge und ich schlug ihnen vor, dasselbe zu tun. Die Früchte des Waldes sind nicht mein Besitz. Es steht dir frei, hier zu jagen. Doch es wäre gut, deine Überschüsse mit den anderen zu teilen. Nun gut. Einverstanden. Damit hätten wir also eine Jägerin. Pelzkraut an eure Jägerin stehen mit Miriam zur Verfügung. Lauterloser Jäger. Kann ich die Waffe hier nehmen? Nein, schade. Kann ich da rein? Ah, das ist die ganze Prozedur da oben. Links, danke. Könnte ich auch gut weglassen. Wo haben wir denn? Oh, da oben. Jägerstand. Siehst du was? Aufgezeichnete Bewohner, Jägerin. Gut, lasst uns mal kurz zum Herrenhaus zurückgehen. Wenn ich mich nicht irre, dann ist das da oben. Hier irre ich mich. Ich habe mich nicht mal
Langsam kenne ich mich vor allem in der Umgebung hier aus. Immerhin. Ah, Fiddlewind, ich hab's noch geschafft, mich zu muten. Ein Nisa in Ehren kann keiner. Scheiße. Alter, was ist denn jetzt mit mir los? Ich schnief hier vor mich hin. Aber gut. Weit hoch kann ich nicht. Ah. Eigentlich wollte ich zu dem Journal, oder wie auch immer das Teil heißt jetzt, und mal gucken, was ich mir so kaufen kann. Und vor allem, es hieß ja, ich sollte die ganze, das ganze Zeug verbessern. Geht es nur über die Anwerbung von Einwohnern, oder kann ich auch selber irgendwas in Auftrag geben, wie bei der Villa Auditore oder in Rom oder in Istanbul? Hallo, alter Mann. Wo ist das Journal? Da. Ach nein, 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 nein. Mist. Nicht geschafft, mich zu muten. Entschuldigung. Da ist das Journal. Geschäftsbuch. Lager. Herstellung. Hallo. Zurück. Herstellung, Lager, Herstellung, Handel, Lager. Eichenholz, Eichenrinde, Holzkohle. Wald, Kräuter, bei Miriam. Katzenminze, ah, Schlangenwurz! Jagen. Interessant. Material von Connor hat Bärenfett, Bären. Okay, dann kann ich erstmal nichts anfangen. Plan auswählen. Köder, Munition, Pfeile, Wurfpfeile. Machen wir mal bitte ein paar Pfeile. Fehlende Ressource. Okay, okay. Ich kann offenbar wirklich nicht alles herstellen. Ah, Moment. Das Buch. Handel. Verkauf mir doch bitte mal die Wolfspelze. Gibt offenbar keinen anderen Händler. Ja, aber ich mach trotzdem einen ganz guten Gewinn. Mensch, Mann. Ich wollte schon die Wolfspelze. Jetzt schicke ich ihm noch mit, was ich noch dabei habe und glaube, ihn zu brauchen. Hirschfleisch, Hirschpelz, Hirschschwanz. Nein, die Fässer schicke ich nicht mit. Was will ich hier noch? Wolfsfänge, Wolfspelz. Oh, damit, ich mache damit einen ganz guten Gewinn, muss ich sagen. Wolfspelzen, nicht schlecht. Ah, schöner Gewinn. Aber ich glaube, eine selbst zu verkaufen, bringt immer noch mehr Geld. So, wohin müssen wir denn jetzt? Okay.
Grenzland, Schnellreise. Das dürfte doch auch mit der Kutsche gehen, nicht wahr? Oh, da kann ich auch theoretisch dahin. Okay. Ab geht's. Aber wisst ihr was, Leute? Ich denke mal, ich trete jetzt noch hier schnell diese eine Reise an und ja, ich will nach Grenzland. Und wir sehen uns dann demnächst mal wieder, wenn es wieder weitergeht. Okay? Okay. Doch hier bin ich gesucht. Und hier habe ich auch die Kapuze auf. Ja, also dann. Ciao, Leute.